Ich bin Alexander Neumeier, bin 30 Jahre alt und ich bin Physiker bei der Drexlmeier Group. Wenn man sich die Zukunft des Autos anschaut heutzutage, dann fällt auf, dass immer mehr Sensoren verbaut werden. Das heißt, immer mehr Daten, immer höhere Bandbreiten. Das heißt, der Kabelbaum wird sein Gewicht verlagern von der reinen Stromverteilung immer mehr hin zur Verteilung von Daten. Und meine Aufgabe bei Drexlmeier ist es, eine Prüfmethode zu entwickeln, die wirklich sicherstellt, dass diese Daten von den Sendern auch wirklich über den Kabelbaum beim Empfänger richtig ankommen, ohne irgendwelche Fehlfunktionen oder Störungen. Ich kriege von meinem Chef klare Anweisungen, was das Ziel ist. Dann machen meine Kollegen und ich Vorschläge, wie wir an das rangehen könnten. Und dann ist eigentlich das schöne Zimmer frei, wie wir das anpacken. Und dadurch, dass man recht frei arbeiten kann, kommt man natürlich mit den Kollegen auch gut aus, weil jeder hat die Chance, seine Ideen mit einzubringen. Und das ist nachher dann natürlich cool, wenn du dann irgendwie so eine Prüfanlage siehst draußen und dann sagst, ja okay, jetzt ist hier das fertige Produkt, aber das Messprinzip habe ich erfunden. Als ich hier angefangen habe, bin ich sehr, sehr gut unterstützt worden, muss ich jetzt wirklich sagen. Also man hat mir die Geräte alle gezeigt und ich konnte viel diskutieren und davon lebt es halt auch. Also mit den Kollegen komme ich sehr gut zurecht. Bei Drexlmeier wird mir hier auch die Zeit gegeben, mich mit Kollegen auszutauschen und wirklich den Kern der Sache einfach zu verstehen. Also das würde auch nichts bringen, wenn du in der Entwicklung ständig einen im Nacken hast, der dir sagt, jetzt mach mal schneller. Das ist auch hier nicht der Fall. Also wir haben definierte Ziele, aber unsere Freiheiten, wie wir die Ziele erreichen. Für die Fragestellungen, die wir beantworten wollen, ist die Ausstattung natürlich erstklassig. Also wenn ich unsere Messgeräte anschaue, das ist schon erste Sahne. Erstens mal hat man hier einen unbefristeten Vertrag. Man hangelt sich nicht von Halbjahresvertrag zu 3-Monats-Vertrag. Das nächste ist das, und das ist das erste Mal in meinem Leben, ich kann stempeln. Das heißt, ich verbringe nicht 50 Stunden in der Uni und werde dann halbtags bezahlt. Unbefristeter Vertrag bringt halt eine gewisse Sicherheit, wenn man das vorher 3-4 Jahre nicht gehabt hat. Ich würde mich wieder bewerben, auf jeden Fall.